dümpelt er die ganze Zeit wieder mit 11 Münzen rum. Das ist ja schlimm. Egal, es ist kein Skill Let's Play. Wer Skill sehen will, der guckt bei mir Batman Arkham. Oder auch God of War, aber nicht Mario Party. Mann, wie sie sich alle diese Items leisten können. Und Sterne. Ich will auch. Ich würfel nur Dreier. Das war klar. Er zaubert sich jetzt erstmal schnell rüber zu dem nächsten Powerstern. Und jetzt setzen wir das Ganze erstmal aus. Na gut. Ich wäre zwar in der Nähe dieses Sterns. Nur die Sache ist die. Habe ich überhaupt genug Münzen bis dahin? Trotz Powerpilz, was war das? Ach! Das war das, der bricht die Blöcke und dann rempelt deine Gegner um. Das ist aber eher mehr ein Glücksspiel hier. Ah toll, Wario hat einen. Ey. Das war natürlich klar, ich bin der Erste, der rausfliegt. Hey, ich fehle so durch dieses Let's Play. Das ist so übertrieben. 105 Münzen. Wie viele Runden sind es noch? Okay. Vielleicht schaffen wir ja von der Zeit her dann auch noch mal ein Duell-Brettspiel. Das wäre schon nice. Kann aber auch sein, dass es noch länger dauert hier. Vor allem, wenn jetzt Luigi auch noch hergeht und diese Zauberlampe dann nutzt. Ja. Dann dauert das noch. Wenn ich das vergleiche mit Mario Party 7 oder 8. Das wird dann schon eher auf die Spieler zugeschnitten. Okay. Nö. Ich habe nicht mal mehr genug Geld für einen Stern. Warum? Hauptsache ich renne noch auf dieses Fragezeichenfeld, gell? Und verhindere auch noch so weitere Sterne zu kriegen. Wie hatte mal ein früherer Schulkamerad von mir gesagt, wenn man bei Mario Party Monopoly verliert, dann kann man immer noch dem
Wie war das? Dem Kapitalismus die Schuld geben, genau. So, Fade Aid. Na gut, 2 gegen 2. Ah, das war dieses Spiel. Warte, ich muss Straßrichtung sprühen. Okay. Warte, dann muss ich pumpen. Jetzt gehen wir pumpen. Willkommen zurück im Chat. Pump mal mehr. Los, pump. Ey, Splash, der braucht der ewig. Warum kriegen wir keinen gescheiten Wasserstrahl hin? Das war Fail. Luigi, das war Fail. Sag ja, Hauptsache das Spiel spielt gegen den Spieler. Hast du eigentlich eine Switch? Ja klar, habe ich eine Switch. Auf dem YouTube-Kanal hatte ich ja sogar mit Smash Bros. Ultimate angefangen. Ich habe alle Konsolen. Also die Frage steht. Auf ey, bei meinem Glück auch noch auf dem Bowser-Feld. Ey. Ey! Ey! Ey, nee! Ich fühle mich gerade wie ein Student. Kein Geld. Obwohl die Zeit eigentlich jetzt schon fast 3 Jahre hinter mir ist. Oh mein Gott, ey. Kritzelkreisel. Wobei schlimmer war das am Anfang. Als Studentenjob hatte, das ging ja. War ich auch der Nachhilfelehrer und Vertretungslehrer mal. Aber am Anfang des Studiums, da stehst du echt wirklich ohne Geld da. Muss halt die ganzen Kosten für ungebundene Lehrwerke. Aus. Wir sind echt mal am Führen. Mario, wo läufst du denn lang? Okay. Alter. Zehn Münzen. Im Vergleich zu was da immer auch abgeht. Oh, die letzten 5 Runden fangen an. So, dann Special Likeness. Schauen wir mal. Ja, ich bin letzter, ist mir klar. Was sagt der Stern, wer heute gewinnen wird? Ach ne, das ist. Heute ist der Wump, der sagen wird. Mario will seine Meinung gewinnen. Ich rechne ja auch nicht mehr damit, dass ich noch was reiße. Wenigstens vielleicht den Fragezeichen stellen. At least you tried. Okay. Na, wenn du meinst, dass du auch aufs Bowserfeld willst. Was ein Triss, ey. Wasser Bowsers Münzregen. Ey!
Ich bin gerade so getriggert. Was ist denn da los? Ich schaff's nicht mal, 5 Münzen bei mir zu behalten. Natürlich, und jetzt würfle ich so eine hohe Zahl. Wo ist eigentlich der Stern? Also sage ich, alles scheißegal. Komm, wenn es eh vergeben vergessen ist. Machen wir noch hier. Was? Deine Webcam geht wieder. Aber ob dich jemand sehen will? So, schieß jedenfalls ab, dass du ein Item triffst. Na gut. Obwohl, die Überlegung hatte ich jetzt auch angestellt, ob ich eventuell vielleicht mal ab August auch mit Webcam streame. Nur jetzt nicht in diesen ganz heißen Monaten. Alle Items verfehlt! Oh mein Gott, ich fehle durch dieses Let's Play durch, das gibt's überhaupt nicht. Genau, das wollte ich mal sagen. Vor Jahren hatte mal einer angemerkt, was ihm an meinen Videos gefällt. Das war, glaube ich, der Super Gen LP, der auch noch hin und wieder dabei ist. Sich die Sachen also anschaut, meine ich. Was er bei meinen Videos mag, ist, dass ich nicht durchdrehe beim Verzweifeln, sondern bei den Fails, sondern eher lache. Was? Spiegel? So, fang Woodys Kirschen auf. Wirf ihn deinem Partner zu und der sie in den Korb legt. Okay. Habe ich letzte Woche auch gemacht. Bei uns im Garten Kirschen gepflückt vom Baum. Heute auch wieder ein paar gegessen. Schon nice. Ey? Wieso lässt du die los? Doch. Luigi, was machst du? Luigi? Ja, wenigstens mal ein Minispiel. Nein! Ich wollte ihm schon sagen, dass wir mal gewinnen könnten. Nein! Und dann holen die noch ganz knapp auf. Ey, nee. Weil der dauernd die Kirche am Anfang hat fallen lassen. Da stellst du die KI schon auf schwer ein. Und dann entbeißen die einen. Fachbegriff aus der Street Fighter Sprache. Sprich, erst macht sie einen so fertig, dass du überhaupt nicht mitziehen kannst. Und wenn sie mit dir zusammenspielt, kackt die sowas von ab wie so der allerbilligste Noob. Da sagt nochmal einer von Butterspielen, wie es in den Medien mal heißt, wird man aggressiv. Es sind eher die Mario-Spiele, die aggressiv machen. Allen voran Mario Kart mit seinem blauen Panzer. Fällt mir ehrlich, hätte ich auch neulich wieder Mario Kart Deluxe auf der Switch gespielt. So kurz vorm Ziel. Dann kommt dieser scheiß blaue Panzer. Da würfelt er nochmal die 1. So eine Scheiße, Alter. Juhu! Da kommt voll die Freude auf. Jetzt darf ich noch gegen die drei spielen. Staffelspurt, was war das? Oh ja, Flappy Bird hat echt aggressiv gemacht. Ach, das war der Mist. So, was muss ich machen? Rauf, runter bewegen, rechts schneller, links langsamer. Oh ja, ich erinnere mich, Flappy Bird hat echt aggressiv gemacht. Aber hier an Mario Party und Mario Kart sind auch schon Freundschaften draufgegangen. Ach, fuck. Sag mal.
Tiger nach unten. Wow, 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 wow. Ey, wie soll ich denn ausweichen, wenn der ein Paragumba ist und dann nochmal ein Kugelwilli kommt? Der Hell, man. Selbst Kaizo Mario ist fairer. Das wird schon was heißen. Ah, man. Shit, what is it? Hey, nee. Das ist wieder so eine knappe Sache. Ah. Hauptsache, ich hab sie nämlich und hab's dann aufgenommen. So kann man das natürlich auch betrachten. Ich hab eben echt so geschwitzt bin gelesen, dass du deinen zweiten Bildschirm anscheißt. Aber okay, gut. Also allmählich ist das echt hier, dieses Spiel wie auf einer Schlachtbank zu warten. Ich bin schon am Boden. Technisches K.O. Die machen mich hier fertig. Ja, oh, du kannst nichts leisten. Toll, Schlauberger. Wieso? Jeder kriegt einen versteckten Block mit Münzen, mit Sternen, mit der Koopa-Karte da. Und ich bin der Einzige, der so einen fucking Skelettschlüssel kriegt. Oh, oh, die machen ein Duell. Oh, Mario hat einen abgezockt. Nimm ihn etwas. Chaos Kabuff. War das mit diesem Aufräumen? Ich glaube schon. Ah ja, genau. Man muss sich die Items der richtigen Reihenfolge merken und dann wieder hinlegen. Na, mal schauen. Habe ich beim letzten Mal scheiße gemacht, weil ich auf den Stream geachtet habe. Zack, 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 zack. Okay, mal schauen, ob ich das hinkrieg. Also ich weiß, das war Hammer und Ei. Scheiße war hier, oder? Dann machst du, glaube ich, Donkeys Krawatte. Scheiße, den Rest weiß ich schon gar nicht mehr. Da müsste ich jetzt raten. Na gut. Mal schauen, wie ich abschneide. Aha, aha. Oh, ich hab vieles sogar richtig. Aber Wario war noch besser. Ah, da dachte ich mal, ich hätte was gerissen. Jetzt weiß ich auch, warum sie diesen Singleplayer-Modus rausgeschmissen haben, diesen Minispielzug. Ich wäre schon so verzweifelt. Das war ja schon damals bei Mario Party 1 und 2, als ich das auf dem Kanal gebracht habe, eine Höllenqual. Oh Gott, zwei Runden haben wir noch. Dann könnt ihr mich mehr erlösen hier. Der macht natürlich nochmal Teleshopping. Hi, Billy Mays here with the easy and big Cheaties Fire Station. Ach nein, das war das Bowser-Handy, das war gar kein Teleshopping.
Oh yay! Zum ersten Mal kommt ein bisschen Wind hier rein. Das ruhig abkühlen. So Wetter brauche ich erst, wenn Ferien sind. Nicht jetzt. Wenn ich noch aufnehme. So, jetzt muss ich mal schauen, ob was hier was überhaupt noch bringt. Hajo, geh mir Vielfälle da lang. Ich könnte Ware zum Duell herausfordern, das war lustig. Na toll, um 6 Münzen. Scheiße, ich habe gar nichts anzubieten. Na gut. 6 Münzen sind besser als nix. Was habe ich schon zu verlieren? Bowser-Weitwurf. Oh, nee, das konnte ich noch nie. Das konnte ich noch nie. Ja, mal schauen, wie ich mich anstelle. Rekord soll ist natürlich, wie sollte es auch anders sein, von Mario, von Tobi aufgestellt. Alter. Übertreib mal! So schnell kam ich noch nicht mal dahin. Du sag ja, ich hatte eh nichts mehr zu verlieren. So schlecht, wie ich schon die ganze Zeit hier spiele. Deswegen weiß ich auch, warum ich morgen was anderes streame. Messi nimmt's. Ah, das war das. Der Stampfattacke. Ich habe mal ein Item bekommen. In einem Minispiel. Bin ja mächtig begeistert. Nur ob es mir was jetzt so auf die Kurzdistanz noch was bringt, das werden wir dann sehen. Weil ich habe ja dann eh nur noch einen Zug, in dem ich's. Ey, ich dachte schon, der geht da nicht durch und wäre auf dem Chance Time Feld gelandet. Das hätte jetzt natürlich nochmal alles kippen können. So war das ja beim letzten Mal auch. Das war das, wo wir die Bowsers trashen, ne? Jawohl. Jawohl, jetzt kommen wir mal zu einem Minispiel, was ich doch ein bisschen besser kann. Na, war zu langsam. Hey. Ich habe nur das dumme Gefühl, Wario ist schon wieder besser und schneller gewesen. Haben wir einen Sinn, wer die meisten gedrescht hat. Ha! Wo ist sie doch? Endlich mal etwas, was ich kann. Oh mein Gott. Bei uns läuten schon wieder die Glocken, wie bekloppt. Jedes Mal. Wenn ich schade am Aufnehmen bin. Entweder mein Nachbar oder die Glocken. Naja, in der letzten Runde kriegt man eh keine Items mehr, Hans. Von daher. Das ist ja egal. Was
macht der? Wieso? Nein, das heißt, wir müssen uns auch duellieren, oder? So hat doch das Spiel mal gerechnet. Really? Wieso, Wario? Wieso? Können wir nicht mal 7 Münzen? Ah, toll. Jetzt machen wir einen noch auf Zelda Ocarina of Time mit dem Huhn. Get back here. Wario, verzieh dich. Wario, verzieh dich. Hey, nee, ich hatte es doch. Wario? Hey, kannst du dich mal verziehen, Fettsack? Hallo? Hallo? Am Ende ist es Draw. Sind wir so lost wieder hier. Ey. Really? Nein! Ich hätte es noch geschafft. Shit. Was bringt dieses Item? Erklärung. Den Stern umsetzen. Als ob das was bringt jetzt noch. Egal. Ich will es auch mal eingesetzt haben. Hauptsache du warst dabei, ey. Das war eigentlich so ein typischer Tobias-Move. Ist es jetzt mal gut mit den Glocken da draußen? Ist ja Übertreiber, ey. Ja, jetzt habe ich den sogar vor mich gesetzt, aber hab nicht mal 20 Münzen. Ah, jetzt blute ich noch auf das letzte Hemd aus hier, ey. Da wäre die Chance nochmal gewesen. So, gucken wir mal, was bringen noch 5 Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Also nur ein rotes. 1, 2, 3, 4. Ach, gehen wir zum Blue Sky. Hier hast du dein Skelettschlüssel. Aber ich glaube, bei 0 Münzen macht der eh nichts. Ja, ich wäre zum ersten Mal zu Buhu gekommen. Alles scheiße. Mario, du hättest so ruhig auf ein Chance Time Feld laufen können. Wäre viel lustiger geworden. Welcher Flieger trägt 2 Raketen, schießt deinen Gegner vom Himmel. Ah! Das Spiel, was mich an Star Fox leider erinnert. Hey! Habe ich mal getroffen? Holy! Hey! Wie schießt man die andere Rakete? Das wird gar nicht erklärt. Habe ich Schiss? Nein, 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 nein. Ich will treffen. So, Mario geht down. Finde ich gut.
komm her. Nein, nein, nein! Scheiße, nein! Später müssen sie meinen Stream scheinen. Nein, schon. Ah, gut, mal gucken. Ich muss ja noch Abendessen irgendwann. Aber vielleicht danach dann. Oder mal gucken. Aber auf jeden Fall mache ich das nicht mehr hier oben dann. Zum Glück haben wir eine Masonettwohnung. Ich muss runtergehen. Es wird mir hier zu heiß langsam. Mein PC ist auch schon am Glühen. Okay, dann gucken wir mal die Fail-Siegerehrung. Satz mit X war wohl nix, würde ich jetzt gleich mal schon mal sagen. Ah, es war klar, dass er ein Wario geht. Was? Ey, der noch nicht mal. Der gönnt mir noch nicht mal. Ich bin letzter. Bis dann. Ja, es war irgendwie offensichtlich. Na gut.